Hallihallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Chaoskultisten bemalt. Um genau zu sein, einen Nurgle-Chaoskultisten, denn ich bin Nurgle-Spieler und das bringt mir nichts, wenn die vom ungeteilten Chaos sind. Sie bleiben bitte vom Nurgle unterwegs. So, genau. Und wie fangen wir an? Ich habe das Ganze in Korax White grundiert, weil wir ein paar Sachen einfach nur shaden werden. Aber wir fangen erstmal mit der Kleidung an. Und zwar nehmen wir für diesen Brustwanst, nicht die Kappe, nur den Wanst, nehmen wir Steel Legion. Und ich habe mir das hier vorbereitet, damit es schnell geht. Und malen das schon mal an. Ein bisschen verdünnen, nicht vergessen. Und macht euch keinen Stress, wenn ihr drüber malt. Das ist die erste Farbe, die wir haben. Da kommt noch einiges mehr drauf und die anderen Sachen, die werden wir einfach übermalen. So. Wenn wir das soweit fertig haben, werde ich die Hose in einem Gelb malen. Und zwar, beziehungsweise es heißt Balor Brown, hat aber eher einen gelblichen Ton. Ich zeige es euch gerade. So. Das mache ich jetzt schnell fertig und dann gucken wir, wie es weitergeht. Gut. Während die Hose und das Oberteil jetzt trocknet, widmen wir uns weiter dem Oberteil und zwar diese Lederkappe hier. Ich benutze dafür gerne einen Dryad Bark. Das ist für mich so ein schöner abgeranzter Lederlook. Dafür habe ich mir jetzt wieder vorbereitet. Die Farben findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und damit machen wir diese Kappe hier. Passt auf, dass ihr jetzt nicht zu sehr auf das Oberteil oder sonst irgendwas malt, sondern ganz fein hier an den Kanten vorbeigeht. Und schaut einfach auch, dass vielleicht nicht das Oberteil so ganz feucht ist von der Farbe her. Einfach. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen mit den Armen. Die sollten möglichst weiß bleiben. Wenn es ein bisschen drüber gemalt wird, ist jetzt kein Beinbruch. Aber wir möchten die später noch mit einem Shade bearbeiten, um da eine gute Hautfarbe hinzukriegen. Beziehungsweise zwei Shades kommen tatsächlich drauf. Und denkt dran, hier die Kappe, die geht komplett. Das ist so eine Überwurfkappe. Gut. Die mache ich jetzt soweit fertig. Wir können das aber auch schon mal nehmen, die Farbe hier für einen Teil der Stiefel, und zwar für den unteren Teil. Die Stiefel bestehen aus zwei Teilen. Einmal hier der Schuh an sich und dann ist da noch so ein, ja, so ein Umschlag drum. Gut, das mache ich jetzt erstmal fertig. Während wir darauf warten, dass die Lederkappe und die Teile der Schuhe trocknen, machen wir die Waffe schwarz und auch hier ein bisschen. Das hat den einfachen Grund, dass wir da ein paar Metallfarben drauf machen werden und wenn sie schwarz grundiert sind, sieht es einfach ein bisschen besser aus. Es muss nicht komplett decken, außer die Teile, die wir, also manche Teile der Waffe wollen wir schwarz halten, weil sonst das Silber manchmal ein bisschen, passen wir da ein bisschen mit der Hand auf. Eventuell gleich mal mein Eis mit Weiß vorher nachziehen, bevor wir das Shade drauf machen, weil es sonst einfach ein bisschen zu weiß durchschimmert, meiner Meinung nach. Deswegen grundiere ich Metallteile ganz gerne vorher noch mal ein bisschen schwarz. Wie gesagt, es muss außer an den Teilen, die wir schwarz halten wollen, an der Waffe nicht perfekt decken, aber es soll ja nicht zu hell wirken. Von daher, und es ist kein großer Akt. Wenn wir einen relativ großen Pinsel nehmen für das Modell im Verhältnis, seht ihr ja, ups, kommen wir schnell durch. Und wenn wir die Zeiten uns gut einteilen, vielleicht macht ihr auch mehrere Modelle gleichzeitig, wobei ich da ja eher der Freund von bin, solche Modelle alle einzeln anzumalen, mal ein bisschen was auszuprobieren, ein paar Ideen, die sollen ja unterschiedlich aussehen, es sind Chaoskultisten.
müsst ihr auch für euch selber entscheiden. Das gleiche gilt hier hinten für den Rucksack. Und wenn wir das schwarz grundiert haben und es getrocknet ist, werden wir, auch hier vorne ist ein Stück des Kettenhemds, wenn das soweit getrocknet ist, werden wir auf manche Teile davon das Lead-Belcher als Silber aufbringen. Die Waffe wie auch der Rucksack sind jetzt fertig. Nicht erschrecken, da kommen später noch Shades drüber. Und wir machen weiter mit Murnfang Burn. Und zwar, das benutzen wir für, wir sehen hier noch ein bisschen den Gürtel, die Armbänder und die Taschen. Und dafür nehmen wir uns ein bisschen was auf den Pinsel. Ich würde euch dafür ein Layer S empfehlen, zumindest für die kleinen Stellen. Und wir machen auch hier die Umschläge bei den Schuhen in diesem Braun. Passt ein bisschen auf, dass ihr nicht zu weit drüber malt. Schön am Rand lang. Und wenn hier und da nochmal eine weiße Stelle aufblitzen sollte, macht euch da keinen Stress. Wenn wir später mit dem Shade drüber gehen, laufen die zu. Und dann sieht man sie nicht mehr. Hier muss ich ein bisschen Offcam arbeiten, weil das doch ein bisschen Fummelei ist. Und dann sieht man es. Gut, die braunen Farben sind jetzt alle drauf. Während die letzten Farben hier noch ein bisschen trocknen, machen wir schon mal weiter. Und zwar bleiben jetzt nur noch wenige Schritte. Wir machen einmal hier unten diese Schürze in Corn Wet. Da müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht über die Metallfarbe kommt. Dann machen wir diese ganzen Schläuche in einem Grau. Mischt euch da was zusammen oder wenn ihr eins habt. Ich benutze dafür gerne ein etwas dunkleres Grau. Schön auch hier die Übergänge. Und dann werden wir an der Waffe und an der Maske, diese Nieten und Brillengläser, werde ich mit Balthasar Gold machen. Und zwar hier ein paar Details an der Waffe. Und wie gesagt, hier oben an der Mütze die Nieten und die Gasmaske und sowas. Wenn wir damit soweit sind, dann beginnen wir schon mit dem Shaden. Wir werden für dieses Modell im Prinzip nur drei Shades verwenden. Für Metallteile werden wir das 0-0 benutzen. Für die Arme jetzt, das machen wir als allererstes, das Reiklan Flash Shade. Und wenn das 0-0 und das Reiklan Flash Shade trocken sind, gehen wir über das ganze Modell, oder fast das ganze Modell, nochmal mit Antonian Camo Shade, um diese eklige, nörgelige Farbe hinzukriegen. So. Wir fangen aber erstmal mit dem Reiklan Flash Shade an. Dafür nehmt auch einen Pinsel eurer Wahl. Es gibt da extra Shade Brushes, aber ihr könnt auch normale natürlich nehmen. Macht ein bisschen auf den Pinsel oder macht euch vorher was auf die Nasspalette. Dann geht ihr einfach ein bisschen hier über die Arme. Und ihr seht schon, benutzt natürlich nicht zu viel. Der kann ruhig etwas bleichere Haut haben. Ihr könntet auch Agrax Earthshade dafür nehmen, dann kriegt ihr eine etwas dunklere Hautfarbe hin. Ganz dunkel oder etwas dunkler, wenn ihr zum Beispiel Wüstenvolk habt, könnt ihr es machen mit Sandy Dust vorher grundieren und dann shaden, aber mir gefällt das so ganz gut. Noch von hinten die Hand. Schaut, dass ihr es schön überall hin macht, damit ihr keine weißen Stellen später mehr habt. Ich kann auch ein bisschen hier ruhig in die Ritzen laufen. Dann verdunkelt es das ein bisschen. Hier hinten am Arm. Genau. So kriegt ihr schon mit dem Weiß einen schönen Hautton hin. Das Ganze auf der anderen Seite natürlich auch.
bisschen mehr nehmen wir uns noch. Und wenn es zu viel sein sollte, dann wascht den Pinsel aus und geht nochmal drüber. Solange es noch flüssig ist, kann man da alles retten. Je nachdem, wie ihr es haben wollt, ob dunkler oder heller. Seid ihr nicht zu zimperlich, wenn es nicht gut aussehen sollte. Dann geht ihr da nochmal rein, auswaschen, drüber gehen und damit könnt ihr es ein bisschen entfernen. Und ihr seht schon, da kriegen wir einen schönen Hautton hin. Mit ein bisschen Verdunklung. Hier ist mir zu viel, oder ihr streift mal kurz den Pinsel ab. Hier am Chaoszeichen kann es ruhig ein bisschen mehr bleiben. Und wie gesagt, schaut, dass ihr alles gut abdeckt, weil sonst sieht man sehr die weißen Flecken. Hier am Daumen noch. Gut, wenn wir das soweit haben, dann wascht ihr den Pinsel gut aus. Da werde ich mir jetzt einen größeren Pinsel für nehmen. Ich habe sogar hier einen Shade-Pinsel. Die haben dann halt hier oben etwas eine dickere Spitze. Denkt ihr mal dran, eure Töpfchen gut zuzumachen. Gut schütteln, das Shade. Und dann nehmen wir das Nullenöl, weil es halt ein bisschen dunkler ist für die Stahlteile und für das Schwarz. Passt auf, dass ihr nicht auf die Hautteile kommt. Das sieht schon schlecht aus. Und hier zum Beispiel seht ihr schon, das setzt sich dann gut zum Beispiel in die Löcher vom Kettenhemd und gibt euch einen schönen dunklen Metallton als Resultat. Das Ganze von der Seite auch. Ja, schön drüber pinseln. Und dann habt ihr natürlich auch ein bisschen mehr Dreidimensionalität im Modell, weil sich das Zeug schön in die Vertiefung setzt. Dann habt ihr ein bisschen Schatten. Das Ganze machen wir auch hier hinten an dem Modul. Da müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu viel nimmt, weil sonst setzt sich das da so kleine Pfütze rein und das bleibt. Das sieht nicht gut aus. So. Hier auch über das Chaoszeichen. So, und das lassen wir dann erstmal, ja, heute ist ein schön warmer, sonniger Tag, 20 Minuten trocknen und dann schauen wir weiter. So, wenn diese zwei Shades getrocknet sind, machen wir uns an das nächste Shade, Antonio Camo Shade. Das ist sehr grünlich, kann man eigentlich für die Deskal und so benutzen, aber weil wir ja Kultisten des Nörgel machen wollen, gehen wir damit jetzt über das ganze Modell. Und ihr seht schon, ja, ich glaube, jetzt sieht man es in der Kamera gerade nicht so gut, aber wir sehen es auf jeden Fall im Endresultat. Wir gehen über alles drüber und ihr könnt sogar, das war jetzt meine Idee, über die Haut gehen. So kriegen wir auf den Hautton, na, das war ein bisschen viel, verstreicht das mal ruhig ein bisschen und nimmt das ein bisschen von der Haut runter. Aber dann kriegt ihr so den Hautton noch ein bisschen grünstichig. Und ja, die Jungs, die huldigen ja Nörgel und Nörgel ist der Gott der Krankheit und des Verfalls. Also können die ruhig ein bisschen kränklich aussehen, oder was meint ihr? Verstreicht die Farbe ruhig. Oder das Shade. Nicht, dass es zu dick wird. An der Kleidung ist das jetzt nicht ganz so schlimm. An der Haut sollte man aber noch ein bisschen die Hautfarbe durchsägen können. Das müsst ihr aber nach eigenem Ermessen machen. Die Waffe, die bleibt so, wie sie ist. Da gehen wir nicht drüber. Aber hier hinten, über die Hose, über diesen kleinen Lendenschutz. Nochmal hier oben über die Kappe. Also wir streichen wirklich alles außer die Waffe jetzt und hinten den Rucksack. Wobei, da können wir auch ein bisschen drüber gehen. Ein bisschen drüber schleimen. Gehen wir über alles drüber. Und seht zu,
dass vielleicht die Stellen, wo ihr noch seht, oder es was weiß, dass ihr da ein bisschen Shade reinlaufen lasst. Auch mal hier rein, in die Zwischenräume. Und schaut, dass ihr wirklich das ganze Modell gut abdeckt. Natürlich, wie immer, noch nicht zu viel. Ihr müsst da einfach eine gute Balance finden. Aber das ist dann wieder in eurem eigenen Ermessensspielraum, wie sehr ihr es haben wollt, mehr oder weniger. Genau. Gut. Auch hier oben übers Gesicht ruhig drüber. Dann haben wir jetzt soweit, meine ich, alles abgedeckt. Ich sehe keine Stelle mehr, ich hoffe ihr auch nicht. Und wir nutzen die Zeit schon mal, während das trocknet, um die Base zu gestalten. Das dauert nämlich auch einige Zeit, bis sie trocknet. Ich benutze für solche Figuren hier gerne von Citadel die Textures, Armageddon Dust, Technical. Dafür nehme ich mir wie immer so einen kleinen Spachtel. Ihr könnt aber, müsst jetzt nicht das von Citadel nehmen, ihr könnt da natürlich alles Mögliche nehmen, was die Funktion hat oder den Zweck erfüllt. Und dann machen wir hier ein bisschen auf die Base. Vorne und hinten, erstmal mit dem großen. Und dann mit der flachen oder kleineren Seite verstreichen wir das ein bisschen. Passt jetzt ein bisschen auf, dass ihr nicht aufs Modell kommt. Gut. Wenn dieses Texture, das dauert ein paar Stunden, bis das trocken ist, komplett trocken, wartet bitte, bis es wirklich komplett trocken ist, wirklich festgetrocknet ist, dann werde ich da mit Agrax Earthshade einmal drüber shaden, damit sich die Vertiefungen setzen. Und dann werde ich mit Murfang Brown drüber trocken bürsten. Das sehen wir uns dann aber zusammen an. Gut, ich gucke hier noch, dass es überall trifft und dann lassen wir das Modell erstmal trocken. Wie ihr sehen könnt, sieht unser Modell jetzt schon ganz gut aus. Hier, das Texture ist getrocknet. Ich habe schon Agrax Earthshade dran trocknen lassen. Ich bin mit dem Modell soweit zufrieden. Und wir bürsten jetzt einmal noch die Base trocken mit dem Murfang Brown. Dafür machen wir hier wieder unseren Pinsel, den bürsten wir sehr gut im Tuch aus. Und dann bürsten wir hier einfach ein bisschen trocken. Wir können ruhig grob auch über die Schuhe gehen, weil ich meine, er läuft ja dem Sand hier rum. So, dann werden die Schuhe auch ein bisschen braun. Ihr seht schon ein bisschen mit erdgleich. Und dann gehen wir hier ein bisschen über die Base. Ich habe hier so einen ausgefransten Trockenbürstpinsel. Und ihr seht schon, die Base sieht ein bisschen anders aus. Ein bisschen schlammiger. Ja. Dann würde ich gerne noch natürlich immer gut auswischen und sehr gut im Tuch ausbürsten wieder, damit ihr es fürs spätere Trockenbürsten, was wir gleich machen, keine Reste da drin haben. Ich würde gerne noch ein, zwei Tipps auf die Base machen, einfach damit es schöner aussieht. So, machen wir doch hier einen hin, hier vorne an dem Fuß, ein bisschen weiter. So, dann steht er da drin. Und ein paar kleinere. Vielleicht hier hinten oder dran. Und noch ein. Dann sieht die Base ein bisschen lebhafter aus. Je nachdem, was ihr spielt, aber ich finde, man sollte die Base jetzt nicht unbedingt an eine Platte anpassen. Dann macht einfach, wie es euch gefällt. So, das sieht auch schon ganz gut aus, oder? Jetzt müssen wir noch ein paar liebevolle Details an der Figur machen. Ihr könntet das Modell jetzt schon so spielen. Ich würde euch empfehlen, oder das werde ich euch auch machen, mit Stilisation Wrap die Umrandung der Base zu machen. Das mache ich gleich off-cam.
Aber vorher kommen noch ein paar Details. Damit wir noch ein paar Highlights setzen, könnten wir natürlich jetzt mit dem Pinsel Highlights ziehen. Ich möchte es mir jetzt aber einfach machen und bürste trocken. Und zwar möchte ich hier ein bisschen an diesem Ledercape mit Steel Legion Wrap, mit dem gleichen Verfahren, was wir eben gemacht haben, gehe ich ein bisschen über die Kanten, damit wir einfach einen etwas ranzigeren Lederlook kriegen. Das gleiche mache ich hier. Stört euch nicht daran, wenn es halt ein bisschen schmutzig aussieht. Das kann es ruhig. So finde ich, hat es einfach den Beeindruck von ein bisschen schmutzigerem Leder. Das gleiche mache ich hier ein bisschen über die Schuhe. So. Alles klar. Und das reicht mir auch schon. Wieder gut auswaschen. Für das nächste, für die Hose, nehme ich ein bisschen Ushabti Bone. Gleiches Prinzip, gleiches Verfahren. Gut im Tuch austupfen oder ausstreichen. Und dann gehen wir hier noch ein bisschen über die Hose. Na, das noch ein bisschen mehr. Passt auf, dass der Pinsel wirklich nicht zu nass ist. Wirklich ganz leicht nur. Wollen nur die Kanten, die hohen Kanten akzentuieren. Seht ihr schon? Hier ist es sogar fast ein bisschen zu viel. Wir hätten das Ganze natürlich besser gemacht, bevor wir die Base gestaltet haben. Beziehungsweise sind Taft, aber das passt schon. Seht ihr, jetzt hat er halt ein bisschen so einen dreckigen, wir können auch hier ganz leicht drüber. Ganz leicht wirklich nur. Einfach den Eindruck von benutzter Kleidung. Ich möchte noch. Ihr könntet das Modell jetzt lassen, es ist fertig. Ich mag aber an so Modellen ein bisschen mehr Highlights, ein bisschen mehr Detailverliebtheit. Deswegen benutze ich noch Typhus Corrosion. Benutze dafür nicht auch den besten Pinsel. Gut schütteln und mache es ein bisschen auf die Metallteile. Zumindest hier vorne an die Klinge. Hier oben ein bisschen, hier ein bisschen. Und hinten dran. Das werde ich ja mit weißer Wasch drücken, trockenbürsten und dann, wie auch schon in anderen Videos, und dann umrande ich noch die Base und dann schauen wir uns das ganze Modell nochmal an. Und damit wäre unser Chaos-Kultist fertig. Zugegeben, er sieht jetzt vielleicht nicht ganz so nörgelmäßig aus, wie ich es mir erhofft habe. Man könnte ein bisschen mehr mit Weiß spielen, wir müssen vielleicht auch nochmal die Base nachziehen hier, aber so bin ich ganz zufrieden. Ihr könnt vielleicht, wenn ihr wollt, Sachen weiß lassen, das finde ich sowieso immer gut, und dann mit dem Antonian Camo Shade drüber waschen. So kriegt ihr halt ein schönes, ekliges Grün hin, aber so gefällt er mir trotzdem ganz gut. Schön rostig, schön abgeranzt, und in meiner Nörgelarmee wird er sich bestimmt gut machen. Ich bin soweit zufrieden, es hat wirklich nicht lange gedauert, dieses Modell zu bemalen. Vielleicht maximale Arbeitszeit, wenn ihr die Trockenzeiten weglasst und zwischendurch was anderes macht oder mehrere Modelle bemalt. Habe ich für ein Modell vielleicht 20 Minuten gebraucht, nicht mehr. Denkt euch einfach vorher nach, wie soll es circa aussehen. Ich habe hier übrigens auch noch die Brillengläser mit einem hellen Blau, mit dem Galga Blue gemacht. Da könnte man auch noch Rot nehmen oder ähnliches, wie es euch gefällt. Aber jedenfalls, denkt euch einfach vorher im Groben, wie circa euer Modell aussehen soll. Dann macht ein Farbschema, denkt drüber nach, ja okay, wenn was nicht passt, dann kann man es nochmal übermalen, Fehler kann man ausbessern. Und probiert einfach ein bisschen aus. So Modelle, genauso wie Clanratten oder ähnliches, bieten sich einfach dafür an, ein bisschen an seinen Farb- oder an seinen Malkünsten rumzuprobieren. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Malen. Ich danke euch fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen super Tag. Viel Spaß beim Malen.